ich freue mich auch hier zu sein. Auch zu so einem Thema, weil das einfach, wie der Johannes das gerade schon gesagt hat, mir immer eigentlich unter den Nägeln brennt und auch im Herzen brennt, wenn ich an die Verlorenen denke. Also ich denke nicht immer daran. Aber ab und zu überkommt es mich so und manchmal muss ich fast weinen, wenn ich in der Stadt bin. Gerade jetzt vor ein paar Tagen fuhr ich mit meiner Frau irgendwo hin und sagte, dann sahen wir so eine Truppe, die so wirklich gottlos sich benommen haben. Also was man so von außen sah, wie die sich angezogen haben und so weiter. Und da hätte ich fast heulen können, weil ich gesagt habe, Mensch, die gehen alle verloren, wenn die den Herrn Jesus nicht finden. Und man kann sich menschlich gar nicht vorstellen, dass manche Leute den Herrn noch finden können, weil die so abgefahren sind. Deswegen finde ich so ein Thema auch wichtig, gerade bei Christen darüber zu sprechen. Was erwartet Christen? Und deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder zurückkommen. Wir müssen erstmal wieder zurückkommen von den Höhen Kanaans. Ja? Das war ja schön, war für ein Herz wunderbar, was wir eben von dem Bruder gehört haben. Ja? Mit der Hochzeit freuen wir uns alle drauf. Aber noch sind wir hier unten und haben einen Auftrag, der nicht erledigt ist. Nämlich den Menschen das Evangelium zu bringen, dass sie eben nicht in die andere Richtung unterwegs sind. Und wir haben, jetzt muss ich mal gucken, ob das schon an ist. Ja, ist an. Und wir haben das ja überschrieben mit, was kommt auf die Nichtchristen zu? Und ich habe dem auch einen Untertitel noch gegeben. Und den Untertitel, den ich gegeben habe, ist, die Hölle ist kein Witz, wie das in unserer Gesellschaft eben leider sehr häufig einfach dargestellt wird. Da macht man Späße drüber, Witze drüber. Also, was passiert mit den Leuten, die den Herrn Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben als Heiland, als Erlöser? Wohin sind die unterwegs? Nun, theoretisch wissen wir das alle, die sind unterwegs in die Hölle. Und wir haben da eine Stelle oder einen Abschnitt in der Bibel, den ich vorlesen möchte, der uns sehr deutlich sagt, was passiert, wenn man gestorben ist und in der falschen Richtung unterwegs war. Die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Die kennen wir doch alle, die Geschichte, ja, von dem reichen Mann und Lazarus. Ich lese von Vers 19 bis Vers 28. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor. Dann überspringe ich ein paar Verse. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Soweit zunächst aus dem Wort Gottes. Nun, ich will zunächst einmal nur kurz erwähnen, was das für eine Geschichte ist, weil man hört da manchmal, manche Leute sagen, das wäre ein Gleichnis. Aber das ist kein Gleichnis, nur zur Information, weil Gleichnisse, da gibt es verschiedene Gründe, warum ich darauf komme, dass es kein Gleichnis ist. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, weil hier etwas schon ausgedrückt wird von dem, was auf die wartet, die auf ihrem eigenen Weg geblieben sind. Gleichnisse werden immer angekündigt. Es steht immer bei jedem Gleichnis,
Und Jesus sprach ein Gleichnis zu ihnen. Das wird hier nicht erwähnt. Also, das Zweite, woran wir erkennen können, dass es kein Gleichnis war, in Gleichnisse werden nie Namen genannt. Das geht dann immer so. Und Jesus sprach ein Gleichnis zu ihnen. Ein gewisser Mann ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Das ist ein Gleichnis. Angekündigt und keine Namen. Ein gewisser Mann. Aber hier haben wir einen Namen. Und zwar interessanterweise den Namen dessen, der in Abrahams Schoß angekommen war, nachdem er gestorben war. Und Abrahams Schoß ist so eine poetische Umschreibung im Hebräischen für Paradies. Das ist also noch nicht der Himmel, in dem der angekommen war, sondern das Paradies, das war der Ort, den der Herr Jesus auch dem Räuber neben ihm am Kreuz angekündigt hat, wo er mit ihm am selben Tag sein wird. Ich würde mal sagen, das ist der Wartesaal zum Himmel. Das ist der Ort, aus dem dann die Entrückung, von der wir heute gehört haben, stattfindet, wenn die Toten, die in Christus entschlafen sind, zuerst mit uns zusammen dann dem Herrn entgegengerückt werden in die Wolke, in die Wolken dem Herrn entgegen. Und der reiche Mann, also dieser Lazarus, der im Paradies war, das erinnert uns natürlich schon an Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, der Herr kennt die, die sein sind mit ihrem Namen. Und der reiche Mann, dieser Mann, der bekam schon die Antwort auf die Frage, was kommt danach? Das ist ja das Dachthema von heute Nachmittag und heute Abend. Was kommt danach? Der wusste schon, was danach kommt. Nämlich, er landete an diesem finsteren Ort, genannt Hölle. Und eigentlich, um genau zu sein, weil wir haben eine Menge Bibelschüler, denen will ich ja nichts Falsches beibringen, das war noch nicht die Hölle, obwohl er schon in Qualen war. Das war der Wartesaal zur Hölle. Die Hölle kommt, das haben wir eben auch gehört, die Hölle kommt nach dem Endurteil am großen weißen Thron. Da werden die Bücher aufgeschlagen und da wird dann das Urteil gesprochen. Dann beginnt die Hölle. Aber das, was der jetzt schon erlebt, ist schon reichlich. Und was die wenigsten Christen sich einfach vor Augen führen, ist, während wir hier im Breckerfeld in dieser Jerusalemhalle sitzen, sitzt er immer noch da und schreit immer noch. Das ist schon ernst, wenn man sich das bewusst macht, ja? Das ist schon schlimm. Und das hört nicht mehr auf, bis zum jüngsten Tag, also bis zu dem Tag am weißen Thron. Und dann geht es weiter für ewig, ohne Ende, in der Hölle. Eigentlich, und das macht die Sache noch dramatischer, eigentlich ist die Hölle ja gar nicht für uns Menschen geschaffen worden. Aber unsere Voreltern, Adam und Eva, sie haben sich ja entschieden, ihr Leben ohne Gott autark zu gestalten, weil sie einfach der Verführung, der Lüge Satans aufgesessen waren. Ihr könnt wirklich nur dann ein erfülltes Leben führen, wenn ihr das alles alleine macht. Und Gott hat ihnen ja die freie Entscheidung gegeben. Er hat ihnen ja die Freiheit zu entscheiden mitgegeben. Das war Bedingung eigentlich, um lieben zu können. Gott wollte ja einen Mensch schaffen, dem er seine Liebe zeigen konnte. Und um Liebe zeigen zu können oder auch um Liebe empfangen zu können, muss man frei sein. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Das wisst ihr, ja? Also, wenn ich so eine Puppe habe, ja, manche Puppen, die kann man hinten auf den Knopf drücken am Rücken, ja, dann sagt die Puppe, ich hab dich lieb. Kennt ihr solche Puppen, ja? Oder eine Strippe ziehen oder was, ja? Also, wenn ich dir jetzt so eine Puppe vor die Nase halten würde und ziehe an der Strippe, würde dir das was bedeuten, wenn die zu dir sagt, ich hab dich lieb? Nicht so sehr, ne? Also, meine Enkeltöchter, die wären aus dem Häuschen. Die würden ständig an der Strippe ziehen. Aber uns Erwachsenen nicht, obwohl die Worte, ich habe dich lieb, zu den schönsten Worten der menschlichen Sprache gehören. Aber es bedeutet dir deswegen nichts, weil du möchtest diese Worte hören von jemand, der sich frei entschieden hat, sie dir zu sagen. Deswegen, Liebe bedarf freier Entscheidung. Und das hat Gott dem Menschen mitgegeben. Und der Mensch hat diese Fähigkeit, frei entscheiden zu können, missbraucht, hat sich von Gott abgewandt. Und dadurch ist das Chaos eingezogen und der Mensch wurde von Gott getrennt. Aber nicht nur aus dem Garten wurden sie rausgeschmissen, sondern es entstand eine Kluft zwischen dem Menschen und Gott. Unüberwindbar. Von der Kluft haben wir auch eben gelesen in diesem Abschnitt.
Da ist eine Kluft zwischen euch und uns. Es entstand also eine Kluft und der Mensch stand plötzlich auf der falschen Seite. Auf der Seite Satans. Getrennt von der Seite Gottes. Und er konnte machen, was er wollte. Er kam nie zurück. Und alles, was er gemacht hat auf der falschen Seite, war von Gott getrennt. Deswegen hat Paulus recht, wenn er sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Weil alles, was passierte, jedes Kind, was geboren wurde, jede Tat, die getan wurde, wurde auf der falschen Seite gemacht. Getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Und deswegen sind wir auf der falschen Seite. Der Herr Jesus nennt diese falsche Seite den breiten Weg. Alle Menschen sind auf dem breiten Weg. Ich habe mal einen Evangelisten gehört, den kannte ich sehr gut, deswegen weiß ich, wie der das gemeint hat. Der hat gesagt, ihr müsst euch entscheiden, auf welchem Weg wollt ihr gehen? Auf dem breiten Weg, der führt in die Hölle, der führt ins Verderben. Oder wollt ihr auf dem schmalen Weg? Und da habe ich gesagt, nee, die Entscheidung hat der Mensch gar nicht. Weil das würde bedeuten, dass der Mensch auf einem neutralen Boden steht, wenn er sich entscheiden könnte, welchen Weg wähle ich denn jetzt? Sondern du bist schon, jeder Mensch von Natur aus ist schon auf dem falschen Weg, auf der falschen Seite, von Gott getrennt, auf dem breiten Weg. Die einzige Entscheidung, die uns bleibt, ist, willst du da bleiben? Die Frage stellt Gott jedem. Oder willst du runter von diesem breiten Weg? Wenn du runter willst, guck mal nach rechts. Ich sage das ein bisschen bildhaft, ja? Und wenn du nach rechts guckst, siehst du da am Rand von dem breiten Weg, siehst du da eine kleine Tür stehen. Und über der Tür steht ein Schild. Und auf dem Schild steht, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht. Er wird Weide finden, Leben finden. Und das ist die Entscheidung, die wir... Und deswegen hat der Herr Jesus recht, wenn er in Matthäus 25 sagt, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Da sehen wir, für wen die Hölle ist. Aber wir haben die Seite gewechselt. Wir sind in dieselbe Richtung unterwegs wie der Teufel. Die Hölle ist nicht für uns. Und da sehen wir auch daran, welche Vorkehrungen Gott getroffen hat, um uns da runterzuholen von dem breiten Weg, weil er will nicht, dass wir da weiterlaufen. Und weil sie nicht für uns geschaffen worden ist, will Gott uns unbedingt davor bewahren, in der Hölle zu landen. Aber es ist unsere Wahl, es ist unsere Entscheidung, weil Gott respektiert unsere Persönlichkeit. Er vergewaltigt niemand, er lädt nur ein. Er versucht uns zum Nachdenken zu bringen. Deswegen lesen wir von Paulus im 1. Timotheus 2, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott möchte, dass jeder Mensch ihm vertraut, dass er Buße tut und vor der Hölle gerettet wird. Aber er überlässt die letzte Wahl, ob er das tun will, dem Menschen. Er zwingt uns nicht. Er überlässt uns Christen die Aufgabe, Menschen vor der Hölle zu warnen. In der Hölle zu enden, liebe Freunde, da sage ich euch überhaupt nichts Neues, aber ab und zu müssen wir uns das neu bewusst machen, das ist eine entsetzliche Tragödie. Eine furchtbare Tragödie. Weil das Angebot Gottes steht und er lädt jeden ein, kommt und freut euch am ewigen Leben mit mir in meiner vollkommenen Welt. Das ist das Angebot Gottes. Das ergeht an jeden Menschen. Aber die meisten Menschen, die haben überhaupt kein Interesse daran, auf das Angebot Gottes zu hören, ja? Die Menschen in unserer Gesellschaft wollen nichts mit Gott zu tun haben. Wenn ich das mal bildhaft ausdrücken würde, dann würde ich sagen, wenn Gott spricht, dann halten sich die Menschen die Ohren zu. Wenn er befiehlt, dann spotten sie, weil sie einfach nicht wollen, dass Gott ihnen seinen Lebensstil aufdrückt. Sie möchten ihren Lebensstil alleine suchen. Sie machen sich lustig über das, was er ihnen zum Thema Ehe, zum Thema Geld, zum Thema Sex oder zum Thema Werte des menschlichen Lebens zu sagen hat. Da machen sie sich lustig drüber. Sie halten seinen Sohn für eine Witzfigur und das Kreuz halten sie für Torheit. Und durch ihr Leben bringen sie zum Ausdruck, dass sie wünschen, von Gott in Ruhe gelassen zu werden. Sie wollen einfach nichts mit ihm zu tun haben. Und das Tragische ist, liebe Freunde, zum Zeitpunkt ihres Todes kommt Gott ihrem Wunsch nach. Dann haben sie das erreicht, was sie haben wollten. Gott lässt sie alleine. Zum Zeitpunkt ihres Todes entspricht Gott ihrem Wunsch. Dann wird Gott zu ihnen sagen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und bei dieser Stelle möchte ich nur darauf hinweisen,
Da steht nicht, ich habe euch mal gekannt, aber jetzt kenne ich euch nicht mehr. Und das gibt auch eine Antwort auf die Frage mit der Verlierbarkeit der ewigen Errettung für echt wiedergeborene Menschen. Ich habe euch nie gekannt, sagt der Herr Jesus hier zu denen. Also die allerwenigsten Menschen sind bereit, ernsthaft über die Hölle nachzudenken. Leider auch viele Christen wollen einfach dieses Thema ausblenden aus ihrem Gedanken. Und eigentlich kann ich es gut verstehen. Wer denkt schon gerne über eine ewige Strafe nach? Eine Strafe, die nie mehr aufhört. Da ist es viel angenehmer, sie zu trivialisieren oder einfach Witze drüber zu machen. Aber es gibt auch Leute, die das Thema Hölle, ich sag mal, hygienisch aufarbeiten. Die stellen es als moralische Unmöglichkeit dar, die eines allmächtigen und liebenden Gottes völlig unwürdig ist. So wie der Atheist Bertrand Russell, der sagte es einmal so, er sagte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine humane Person an eine ewige Strafe glauben kann. Oder man könnte das auch so ausdrücken, wie ich schon oft gehört habe, dass Leute sagen, ein liebender Gott würde niemals Menschen in die Hölle schicken. Ich hoffe, ihr wisst alle die Antwort auf so eine Aussage. Schickt Gott die Menschen in die Hölle oder wer entscheidet sich, um die Hölle zu gehen? Das machen die Menschen selber. Mit ihrem freien Willen, mit ihrer freien Entscheidung. Aber bedauerlicherweise stimmen die meisten Kirchenführer oder auch andere Theologen dieser Aussage heutzutage zu. Das habe ich mal persönlich erlebt in einer Talkshow im Fernsehen. Ist schon etliche Jahre zurück. Da war gerade so ein großer Aufbruch hier in Deutschland bezüglich Evolutionstheorie. Da hat einer der führenden Evolutionsbiologen mit Namen Richard Dawkins ein Buch veröffentlicht, ein gottloses Buch. Der Gotteswahn, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist 6, 7 Jahre her. Und das war natürlich spektakulär, wie das aufgemacht ist. Und der Richard Dawkins, der gehört zu den sogenannten neuen Atheisten, ja. Man nennt ihn aber auch die Bulldogge unter den Atheisten, weil er so brutal auf alles abfährt, was Glauben zu tun hat. Und er sagt zwar, er richtet sich gegen jede Art des Glaubens, aber wenn man Interviews liest oder wenn man Artikel über ihn liest, dann merkt man, er hat sich voll eingeschossen auf den christlichen Glauben. Ich weiß nicht, vielleicht hat er mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht oder was. Naja, auf jeden Fall, er wurde eingeladen in der Talkshow von Johannes B. Kerner. Den kennt ihr ja vielleicht, ja, vom Namen her zumindest. Johannes B. Kerner Talkshow. Da wurde der Richard Dawkins eingeladen und verschiedene andere Leute, Gesprächspartner, um über dieses Buch, der Gotteswahn, über den Atheismus, über Evolution zu reden. Und neben ihm wurden eingeladen, neben dem Dawkins, ein Politiker mit Namen Heiner Geißler, der als Jesuit groß geworden ist, und die evangelischen und katholischen Bischöfe Huber. Der war damals, zu der Zeit war der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in der evangelischen Landeskirche und der Weihbischof Jaschke. Die waren also alle dabei und haben diskutiert über Evolution, über die Bibel. Und irgendwann kam natürlich auch das Thema Hölle auf das Tablett. Und ich habe es einfach nicht für möglich gehalten. Diese drei Christen, die da saßen, ja, zwei Bischöfe und ein christlicher Politiker. Ich habe es also kaum möglich gehalten, wie radikal die sich alle von der Hölle verabschiedet haben. Wie die das alles verleugnet haben. Das kann man heute gar nicht mehr so sehen. Das ist keine Strafe, das ist alles nur symbolisch zu verstehen und so weiter. Also das war so spektakulär. Und Leute, die sich damit auskennen, die können das wahrscheinlich immer noch in YouTube raussuchen sich und sich diese Sendung richtig angucken. Das war so stark, wie die sich verabschiedet haben von der biblischen Lehre der Hölle, dass sogar der Atheist Dawkins erschrocken war. Der hat daraufhin nämlich gesagt, ich freue mich darüber, dass Kirchen in Deutschland nicht mehr an die Hölle glauben und diese auch nicht mehr lehren.
Also man hat fast den Eindruck in unserem Land, dass vielen Christen das Thema Hölle peinlich ist. Ja, da ist eine andere Rede. Also das ist ja ein anderes Thema, okay? Also wenn wir nächstes Mal über Politik reden, da reden wir über die, wer alle Christ ist und so weiter, wer ein Etikettenschwindler ist. Aber da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, weil die Bibel sagt nicht umsonst, der Herr kennt die, die sein sind. Wir schauen nur den Wandel an, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das sagt der Herr, sollen wir tun. Also, ein Kirchenhistoriker untersuchte einmal die religiösen Magazine der letzten 100 Jahre und er fand keinen einzigen Artikel in diesen christlichen Magazinen über die Hölle. Und ich weiß nicht, aus welchen Gemeinden ihr alle kommt, aber beantwortet euch selber mal die Frage, wann in eurer Gemeinde das letzte Mal eine Predigt gehalten wurde über die Hölle. Wahrscheinlich nicht so häufig, wenn überhaupt. Und dieser Historiker, der sagte dann, die Hölle ist verschwunden und niemand hat es bemerkt. Und das stimmt wirklich. Und es ist auch leicht zu verstehen, warum das so ist. Weil Hölle einfach ein grauenhaftes Thema ist. Wenn uns die Schreiber der Bibel etwas über die Hölle erzählen, dann benutzen sie die düstersten und die erschreckendsten Worte, um sie zu beschreiben. Sie schreiben zum Beispiel von dem Dunkel der Finsternis im Judas 1. Oder sie schreiben vom ewigen Verderben im 2. Thessalonicher 1. Oder sie schreiben vom Ort der Qual und von dem Ort des Heulens und Zähneknirschens. Also wirklich furchtbare Formulierungen. Wisst ihr, in der Bibel wird über 160 Mal auf die Hölle Bezug genommen. Und wisst ihr, was glaubt ihr denn, wer am meisten über die Hölle gesprochen hat? Ja, du bist ja ziemlich gut drauf heute, ja? Ich habe deswegen früher in der Schule schon mal einen Tadel gekriegt, weil ich mich immer einfach reingeworfen habe, ohne aufzuzeigen. Ja, genau. Ja, genau. Der Herr Jesus. Also von den 160 Mal stammen 70 Hinweise aus, kommen 70 Hinweise aus dem Mund des Herrn Jesus. Er ist dem Thema niemals ausgewichen, sondern er sprach öfter von der Hölle als vom Himmel. Und das ist schon interessant. Und der Grund dafür ist, weil er die Hölle gemacht hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge, sagt uns die Bibel, ja? Er hat die Hölle gemacht und er will nicht, dass die Menschen dort enden. Deswegen warnt er sie ununterbrochen vor der Hölle. Der Herr Jesus war nicht grausam, sondern er war nur ehrlich und seine Offenheit, die verblüfft manchmal. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, da sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Ja, wer ist das denn? Über wen redet er denn da? Wen sollen wir denn da fürchten? Traut euch nicht zu sagen jetzt, ja? Ja, es gibt ja diese Karikaturen, ja, wo dann so fünf Teufelchen auf dem Rand von irgendeinem großen Kochtopf sitzen und mit einem Dreizack die Leute alle unten halten, ja? Als wenn der da uns da reingebracht hatte. Nee, der sitzt ja selber drin in der Hölle. Wer hat denn die Macht, in die Hölle zu werfen? Das ist der Schöpfergott. Und das ist doch eines der großen Mangelerscheinungen in der Christenheit heute. Mangelnde Gottesfurcht. Fürchtet den, der die Macht dazu hat. Der will nicht, dass wir da enden. Aber auch bei vielen Christen ist dieser Mangel an Furcht Gottes doch zu sehen, oder? In unserer Zeit, in unseren Tagen. Also der Herr Jesus sprach von der Hölle als einem Ort des Leidens. Die Hölle ist wie der Himmel ein realer Ort und nicht nur ein Bewusstseinszustand und auch keine metaphysische Dimension des Geistes, habe ich auch schon mal gehört. Das sind echte Orte, die mit physisch echten Wesen bevölkert sind. Wir haben eben von dem reichen Mann gelesen, der in der Hölle seine Augen aufgeschlagen hat oder in dem Vorhof oder in dem Wartesaal zur Hölle. Deswegen, wenn ich ab und zu mal diesen Ort als Hölle bezeichne, seht mir das nach. Ihr wisst, ich habe es erklärt.
Er hat in der Hölle den Augen aufgeschlagen und er hat darum gebeten, dass Lazarus, der sich an dem anderen Ort befand, also im Paradies, dass er die Spitze, so haben wir es gelesen, die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das sind reale Schmerzen. Worte wie Finger oder Zunge, die setzen einfach einen physischen Zustand voraus, in der die Kehle nach Wasser dürstet und eine Person um physische Erleichterung bettelt. Der Herr Jesus sprach von der Hölle als einem Ort der äußeren Finsternis. In der Elberfelder Übersetzung, da lesen wir in Matthäus 8, Vers 12, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Schlachter schreibt in seiner Übersetzung, in die äußerste Finsternis, wo das Heulen und Zähneklappern sein wird. Die Hölle ist ein Ort ohne das Licht Gottes, ein Ort ohne Freundlichkeit, ein Ort ohne Güte, ohne Freude und auch ein Ort ohne Liebe. Weil die Hölle ein Ort ist ohne Gott. Deswegen gibt es auch keine Liebe. Alleine der Gedanke, der ist schon quälend drückend. Ein Ort ohne Liebe. Der Herr Jesus sprach von der Hölle als einem Ort der ewigen Strafe. Na, wir würden uns alle irgendwie wünschen, dass die Strafe der Hölle einmal enden würde. Und ich kann so einen Wunsch auch wirklich gut verstehen. Es gibt Sekten, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch die Adventisten, die behaupten, dass jede Person, die es nicht in den Himmel schafft, dass die irgendwann aufhören wird zu existieren. Also einfach weg ist. Nichts von Hölle. Oder andere sagen, irgendwann wird doch jeder doch nochmal mit Gott versöhnt. Sogar der Teufel. Allversöhnung. Und es gibt wohl keine Lehre, muss ich auch ehrlich sagen, über die ich mich lieber getäuscht hätte, als bei der biblischen Lehre über die ewige Höllenstrafe. Weil es einfach furchtbar ist, wenn man darüber nachdenkt, dass da Menschen sind, die ewig dort enden werden. Aber ein Ende der von Gott verhängten Strafe ist in der Heiligen Schrift nicht zu entdecken. Die Warnungen Gottes sind mit ewigen Begriffen geschrieben und sie sind völlig unmissverständlich. Denkt doch nur mal zum Beispiel an Aussagen wie diese, Offenbarung 14. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeteten. Wie könnte eine nicht mehr existierende Seele keine Ruhe mehr haben, wenn die nicht mehr da ist? Oder Formulierungen wie Tag und Nacht oder Formulierungen wie von Ewigkeit zu Ewigkeit, die sprechen auch nicht von einer zeitlichen Begrenztheit dieser Strafe, oder? Wir kennen ja diese Formulierungen, ja, das Wort Ewigkeit, Äon, wird auch manchmal in der Bibel benutzt, um einen zeitlich begrenzten Abschnitt zu beschreiben. Aber hier geht es von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne irgendein Ende. Einmal verglich der Herr Jesus die Hölle mit der Gehenna. Das war der Müllabladeplatz außerhalb der südwestlichen Stadtmauern von Jerusalem. Und dieser Ort war bekannt wegen seines nicht endenden Schwelbrandes und wegen seiner pausenlosen Verrottung. Der Herr Jesus sagte, dass die Hölle wie der Müllplatz Gehenna ein Ort ist, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und ein nicht sterbender Wurm und ein unlöschbares Feuer, egal wie symbolisch diese Sprache auch irgendwie sein mag, aber alles spricht sehr deutlich von einem nicht endenden Zustand. Auch die Formulierung weinen und Zähneknirschen würde gar keinen Sinn machen bei nicht mehr existierenden Persönlichkeiten. Vielmehr beschreibt der Herr Jesus die Dauer der Hölle mit den gleichen Adjektiven ewig wie auch den Himmel. Und das ist schon sehr deutlich, ja? Matthäus 25, die einen werden hingehen zur ewigen Strafe, da haben wir das Wort ewig, und die anderen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Die gleichen Adjektive, ewig. Ob man seine Augen im Himmel aufschlägt oder wie der reiche Mann in Qualen, das hängt
alleine davon ab, was man mit dem Herrn Jesus in seinem Leben gemacht hat und wie sich der Ungläubige entscheidet, wenn er die Botschaft des Evangeliums hört oder wenn er sie liest oder wenn er irgendwie damit konfrontiert wird. Wie entscheide ich mich? Das ist ja so, der Paulus schreibt ja im Epheserbrief Kapitel 2, dass wir alle tot sind in unseren Übertretungen. Also wir können aus uns heraus ja gar nichts machen, so wie ein Toter nichts machen kann. Da kannst du ruhig nebenstehen, den kannst du kitzeln, da tut sich nichts. Und ich habe das manchmal so versucht deutlich zu machen. Früher hatten die Fotografen so ein schwarzes Tuch über dem Kopf gehängt. Weil die hatten dann so lichtempfindliche Platten im Fotoapparat, ja? Da durfte kein Licht drauf fallen. Und ich sag mal so, wenn ich 2. Korinther 4 nehme, das habe ich jetzt mal also nicht in meinem Manuskript hier stehen, deswegen will ich es einfach mal so aus dem Gedächtnis zitieren. Da lesen wir etwas in 2. Korinther 4 von dem Lichtglanz des Evangeliums, das den Verlorenen nicht ausschlägt, nicht ausleuchtet, weil der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, ihnen den Sinn verblendet hat. Und das vergleiche ich dann mal mit der Decke, mit dieser Fotografendecke. Die hängt über unserem Verstand, dass da das Licht Gottes gar nicht durch kann. Unmöglich, tot in unseren Übertretungen. Das ist auch der Grund, warum, wo ich manchmal selber so einfach erschrocken bin, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die sowas von schlau sind, die so viel wissen, Wissenschaftler oder sonst weiter, dass ich einfach sage, oh Mann, was bin ich für ein kümmerliches Licht dagegen. Was die alles für Zusammenhänge erklären können, mathematisch, Weltraumforschung, Computertechnologie und so weiter. Aber sobald du denen irgendetwas von Gott sagst, sind die völlig zu. Da kannst du dich nur fragen, wie kommt das denn? Das ist wegen dieser Decke. Die sind zu, schwarz. Aber Gott in seiner großen Gnade, ab und zu im Leben eines jeden Menschen, zieht er den Vorhang zur Seite. Und dann kommt der Lichtglanz, so wie der Paulus das schreibt im 2. Korinther 4. Der Lichtglanz des Evangeliums, wie so ein Laserstrahl ins Herz. Und das Herz wird hell. Und in dem Augenblick, bei mir war das vor 50 Jahren, in einer Jugendevangelisation, da hat Gott diesen Vorhang weggezogen. Und der Lichtglanz des Evangeliums schien in mein dunkles Herz und ich sah plötzlich, oh Mann, ich bin verloren. Ich habe keine Chance. Ich bin sowas von verdorben, ich habe keine Chance. Aber ich habe nicht nur das gesehen, dass ich verloren bin, sondern ich sehe in diesem Augenblick auch, ich muss nicht verloren bleiben. Da ist Rettung möglich. Ich sehe den Herrn Jesus, ich sehe das Kreuz, ich sehe die Möglichkeit der Rettung. Und jetzt, das ist der Augenblick, den Gott jedem Menschen schenkt. Manche Leute, ich neige auch eher fast dazu, dass das Gott bestimmt, wann er diesen Vorhang wegzieht. Und der macht das nicht pausenlos, ohne Ende, bei jeder Predigt oder was, sondern ab und zu. Wenn ich Hiob nehme, Kapitel 33, dann sagt er, Gott spricht zwei oder dreimal zu einem Menschen, um ihn von der Grube, und wenn die Bibel da von Grube redet, dann meint sie das Verderben, abzuwenden. So, und in dem Augenblick, wo Gott den Vorhang wegzieht und das Licht des Evangeliums in mein Herz kommt, jetzt kann ich mich entscheiden. Nehme ich das an, was ich da sehe, das Kreuz? Wenn ich sage, nee, noch nicht, ich habe noch Zeit, ich bin noch jung, ich will noch was leben, das Leben ein bisschen genießen, so ein Quatsch, dann geht der Vorhang wieder zu. Und du kannst die nächste Predigt hören, das Herz wird nicht mehr erleuchtet. Du kannst noch 100 Predigten hören, wenn Gott den Vorhang nicht wegzieht, kannst du 1000 Predigten hören, es berührt dein Herz nicht mehr. Und deswegen die Frage, wie der Mensch sich entscheidet, wenn diese Botschaft sein Herz erreicht, das entscheidet auch, wo er die Ewigkeit zubringt. Ob er da endet, wo dieser reiche Mann geendet ist. Und wir Christen, liebe Freunde, wir sind verantwortlich, es ihnen zu sagen. Wenn ich da vor ein paar hundert Leuten stehe und evangelisiere, ich weiß nicht, bei wem der Herr heute Abend den Vorhang wegzieht, dass das Lichtglanz des Evangeliums sein Herz trifft. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die alle so dicht, dass sie gar nichts mehr hören. Aber mein Auftrag ist, predige, predige, predige weiter. Und der Herr entscheidet, wer dann in diese Situation kommt, wo er sich selber erkennt und auch die Rettung am Kreuz erkennt. Und deswegen ist der Paulus auch davon so begeistert, weil er weiß, wo die Reise hingeht, wenn die sich falsch entscheiden.
Deswegen sagt er doch im 2. Korinther 5 dann auch, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Das musst du dir vorstellen. Der versucht, die Leute so am Kragen zu nehmen, zu schütteln. Wir überreden die. Komm zur Besinnung. Es geht um einen extrem hohen Preis. Und da, wenn ich dann viele Christen sehe, in vielen Gemeinden, auch in meiner eigenen Gemeinde, die einfach schlafen. Und da rechts und links gehen Leute verloren für ewig. Die Tragödie der Geschichte in Lukas 16 ist, dass es für diesen reichen Mann zu spät war. Aber wir alle kennen Leute, bei denen es noch nicht zu spät ist. Und vielleicht wird dein Herz heute bewegt, aktiver zu werden, Menschen von dem breiten Weg runterzuholen. Vielleicht hilft dir dabei, wenn wir jetzt mal gemeinsam das ABC der Hölle durchnehmen. Das ABC, dass uns das neu bewusst wird. Das ABC, das A im ABC der Hölle, das bedeutet, alle, die reinkommen, werden nie wieder rauskommen. Das müssen wir uns bewusst machen. Alle, die reinkommen, werden nie wieder rauskommen. Das ist das Erste, was wir uns merken müssen. Wer einmal drin gelandet ist, der wird niemals rauskommen. Also, woher der Mann das gewusst hätte, ich vermute mal, wenn es da einen Ausgang gegeben hätte, der hätte doch danach gefragt, wie lange muss ich denn hier bleiben? Und wenn er das nicht so weit gedacht hat, dann spätestens, als Abraham ihm gesagt, etwas von dieser unüberwindbaren Kluft erzählt hat, wusste er, da gibt es keinen Ausweg mehr. Wer einmal in der Hölle gelandet ist, für den gibt es keinen Weg mehr raus. Die Hölle ist ein Ort ohne Hoffnung. Wie ist das so, kommen solche Gedanken mal, wenn du in der Stadt bist, in einer großen Stadt, in einem großen Supermarkt oder in einem großen Einkaufszentrum, und an einem verkaufsoffenen Samstag oder Sonntag Menschenmassen strömen da. Alle gehetzt und so weiter. Spürst du da ab und zu so eine Last? Oh Mann, die gehen alle verloren, wenn die den Herrn nicht finden. Oder die allermeisten von denen gehen verloren. Spürst du da mal so eine Last oder denkst du nur an den nächsten Einkauf? Lass uns dafür beten, dass wir einfach sensible Herzen kriegen für die Verlorenen. Ein Ort, an dem Gebete auch nichts mehr ausrichten können. Es ist ein Ort, an dem die Bitte, dass Abraham den Lazarus senden möge, damit er ihm Erleichterung verschaffe, diese Bitte bleibt unbeantwortet, weil der Mann einfach zu spät gebetet hat. Wenn dieser Mann zu seinen Lebzeiten auf der Erde gebetet hätte und wenn er nicht Abraham, sondern den Herrn Jesus gebeten hätte, dann hätte er gerettet werden können. Aber Abraham kann seine Gebete gar nicht erhören. Der bittet Abraham, sende doch jemand. Und ich sage euch, liebe Freunde, es gibt auch heute noch so viele Menschen, die immer zu den falschen Personen beten. Religiöse Leute, die denken, ich gehe doch in die Kirche. Aber die wissen gar nicht, wie man zu Gott kommt, weil es ihnen noch nie einer gesagt hat. Und sie glauben, weil sie zur Kirche gehören, weil die Kirche es ihnen immer gesagt hat, deswegen bekennen sie dann auch ihre Sünden einem Priester oder sie beten dann zu der Maria oder zu anderen sogenannten Heiligen und sie bringen ihre Reue und irgendwelche Bußgebete immer zu den falschen Leuten. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich solche Leute liebe, weil ich selber dazugehört habe. Und ich weiß, wie das ist. Wir müssen es ihnen sagen, wir Christen, dass es nur einen Gott gibt. Und nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Wir müssen es ihnen sagen. Und dieser eine Mittler zwischen Gott und uns Menschen ist eben nicht Maria oder heiliger Bonifatius oder wer auch immer. Sondern es gibt nur einen Mittler, das ist der Herr Jesus. Und deswegen sind diese Leute auf dem Weg in die Hölle. Und der Einzige, der sie runterholen kann von diesem Weg, ist der Herr Jesus und niemand sonst. Und deswegen müssen sie den Herrn Jesus kennenlernen. Wer also an diesem Ort angelangt ist, für den gibt es kein Zurück mehr. Also, ich bitte euch, betet, dass der Herr uns allen eine Last aufs Herz legt. Wenn jemand gerettet werden will, dann muss er den Herrn Jesus zu seinen Lebzeiten bitten, ihm die Sünden zu vergeben, weil es seine Sünden sind, die ihn an diesen Ort bringen. Und Paulus sagte uns im Römer 10, wie sollen sie denn nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Na, um diese Art der Predigt weiterzugeben,
brauchst du noch nicht mal 3 Jahre Breckerfeld zu absolvieren. Da hinten habe ich einen Tisch mit Schriften von Heukelbach. Wenn du nicht predigen kannst, brauchst du auch gar nicht. Aber so ein paar Traktate in der Tasche haben kann man immer. Und die einfach beim Einkaufen bei Aldi auf dem langen Brett, nachdem du deine Tüte eingepackt hast, einfach ein Traktat liegen lassen. Und beim Rausgehen beten, Herr Jesus, lass dieses Traktat in die richtigen Hände fallen. Wenn das jeder von euch machen würde, bei jedem Einkauf, da würde was bewegen sich. Auch wenn ihr das selber nicht so mitkriegt. Aber der Herr macht das, weil das Wort des Herrn nie leer zurückkehrt zu ihm. Aber wir brauchen diese Last auf dem Herzen, dass da Menschen rechts und links neben uns an der Kasse stehen, die alle verloren gehen. Die gehen in die Hölle für ewig. Das darf uns doch nicht ruhig lassen. Kommen wir zum B vom ABC in der Hölle. Das B steht für Barmherzigkeit. Gibt es nur vor dem Grab. Und das sollte auch tief in unser Herz hineindringen, liebe Freunde. Barmherzigkeit gibt es nur, bevor man stirbt. Der Mann in der Hölle, der schrie, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus. Und der Abraham antwortet ihm darauf, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Habt ihr das richtig gehört? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum da steht, in deinem Leben? Nun, die beiden sind ja nicht an verschiedene Orte gekommen nach dem Sterben, aufgrund ihrer Vermögensverhältnisse. Ich glaube, so naiv wird doch keiner sein. Das habe ich schon mal gehört, dass Leute sagen, ja, Reichtum, das bringt dich in die Hölle. Nein, nein, es gibt viele reiche Leute in der Bibel. Die enden nicht in der Hölle. Ein Nikodemus oder ein Josef von Arimathea, das waren reiche Leute. Aber die haben ihr Herz nicht verloren an den Reichtum. Sondern der reiche Mann hat ohne Gott gelebt und ohne Gott ist er gestorben. Und deswegen hat er seine Augen in Qualen aufgeschlagen. Und der Lazarus hat mit Gott gelebt und ist mit Gott gestorben. Und deswegen war er im Paradies. Aber in deinem Leben, sagt er, du hast alles gehabt in deinem Leben. Abraham sagte das, weil es Barmherzigkeit nur auf dieser Seite des Grabes gibt, also da, wo wir leben. Und das ist in der Geschichte dieses Mannes doch wirklich erstaunlich, wenn du darüber nachdenkst. Er hat keinen Gedanken an Gott verschwendet, als er noch lebte. Er dachte auch niemals daran, dass es vielleicht die Güte Gottes war, dass es ihm materiell so gut ging. Hat er nie dran gedacht. Wie viele Christen gibt es, die denken dann nie dran, dass Gott es ist, der alles schenkt. Aber jetzt liegt er auf seinen Knien und betet in der Hölle. Das musst du dir mal vorstellen. Dieser Mann, der nie an die Barmherzigkeit und Gnade Gottes gedacht hatte, war jetzt in der Hölle und lag auf seinem Angesicht und bittet um Erbarmen. Jetzt spürt er seine Sünden, er spürt sein Verlangen nach einem Retter. Aber er betet zu spät. Er spürt zu spät, er schreit zu spät, weil es in der Hölle keine Hoffnung gibt. In der Hölle gibt es noch nicht mal Wasser. Und das ist wirklich erschreckend, dass jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier im Breckerfeld sitzen, an diesem schrecklichen Ort Millionen Menschen sind und dass sie wissen, dass sie da nie mehr rauskommen. Und alles, woran sie sich erinnern, sind ihre Sünden. Und woran sie sich noch erinnern, sind die vielen, vielen Möglichkeiten, in denen Gott versucht hat, zu ihren Herzen zu reden, um sie zu retten. Vielleicht erinnern sie sich auch an manches Wort, was sie vielleicht irgendwo mal gehört haben, gelesen haben, in der Kirche oder wo auch immer. Irgendwie ein Wort, zum Beispiel das Wort, was der Herr Jesus mal zu einer Frau gesagt hat, die er an einem Brunnen getroffen hat und die ihr ganzes Leben lang versucht hat, ihren Lebensdurst an den falschen Stellen zu stillen. Und zu der sagt der Herr Jesus, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Oder vielleicht erinnern Sie sich an das Wort, das wir in der Offenbarung Kapitel 21 finden. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Oder vielleicht fällt Ihnen die herrliche Einladung ein, die wir in der Offenbarung 22 lesen. Wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Tragische ist, dass während ich jetzt hier über die Hölle rede,
eben Millionen von diesen Menschen in diesem Schreck, an diesem schrecklichen Ort sind und nicht mehr raus können, weil sie dieser Einladung Gottes durch seinen Sohn nicht gefolgt sind. Wenn er zu ihnen sagt, komme zu mir, ich gebe euch Wasser des Lebens. Aber jetzt ist es für sie für immer zu spät, weil Barmherzigkeit, liebe Freunde, gibt es nur diesseits des Grabes. Wenn heute jemand diesem reichen Mann in der Hölle Wasser des Lebens anbieten würde, er würde alles geben, was er kann, um es zu kriegen. Aber jetzt ist es für ihn zu spät. Das ist absolut tragisch. Und unsere Aufgabe, liebe Freunde, als Christen, unsere Aufgabe ist es, den Menschen um uns herum, die Menschen, die wir gern haben, aus unseren Familien, aus unseren Verwandtschaften, dass wir sie einladen, dieses Wasser zu holen, sich bei dem Herrn Jesus. Dass wir sie fragen, ob sie das Wasser des Lebens umsonst haben wollen. Der Georg Müller, der hat gesagt, den größten Fehler, den die Christen machen, die beten nicht anhaltend genug. Wie viele Ungläubige hast du in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft? Betest du für die alle, die in deiner Verwandtschaft, in der engeren Verwandtschaft sind? Vielleicht sind es ja nur 10, oder? Betest du für die regelmäßig? Mit Namen? Wir müssen darum beten, dass der Herr uns eine Last aufs Herz legt, dass wir einfach eine Last haben für die Unerretteten, die der Herr an unserer Seite gestellt hat. Die alle verloren gehen, die alle da enden, für ewig. Das ist ernst. Ob sie Frieden mit Gott haben wollen, danach müssen wir sie fragen. Wir müssen mit ihnen immer wieder das Gespräch suchen. Einmal kommt der Tag, an dem sie die Augen in Qualen aufschlagen werden. Und dann wird es zu spät sein, dieses Wasser zu nehmen. Wahrscheinlich fühlen die meisten Leute, die wir kennen, heute noch nicht die Notwendigkeit, dieses Wasser zu nehmen. Aber ich sage euch, der reiche Mann in der Hölle hat mal genauso gedacht. Aber an dem Tag, an dem sie die Augen in Qualen aufschlagen werden, werden sie die Notwendigkeit dieses Wassers blitzartig erkennen. Ja, da kannst du mich jetzt fragen, ja, aber wenn die das Bedürfnis gar nicht haben, was soll ich denen dann ständig da auf den Senkel gehen? Bete für sie. Regelmäßig. Der Georg Müller, der hat für, ich glaube, 5 Jugendfreunde 52 Jahre gebetet. Die ersten kamen schon nach ein paar Monaten und ein paar Jahren. Aber die letzten zwei, 52 Jahre. Und er schreibt selber in seinem Gebetstagebuch, ich habe für sie jeden Tag gebetet. Egal, ob ich krank war oder gesund, egal auf Reisen oder nicht auf Reisen, jeden Tag. Als ich das gelesen habe, ich habe mich so geschämt, wie wenig ich bete. Und ich habe in der engeren Verwandtschaft so viele Ungläubige, dass ich die jeden Tag vor den Thron Gottes bringe mit Namen und sage, Herr, erbarme dich über sie, dass sie neugierig werden, dass sie offen werden, dass sie zuhören. Wir müssen einfach den Herrn bitten, Herr, lege eine Last auf unser Herz. Barmherzigkeit gibt es nur diesseits des Grabes. Dieser Mann, der schreit in alle Ewigkeit nach einem Erretter, aber er wird nie mehr einen finden, weil es jenseits des Grabes keinen Erlöser mehr gibt. Aber heute ist er noch da, der Mann, der retten kann und auch der Mann, der retten will, der Herr Jesus. Er ist fähig und er ist bereit, seine durchbohrte Hand hinzuhalten und jeden herauszuziehen, der da will. Er ist in der Lage, jedem das Wasser des Lebens umsonst zu geben, damit jeder seinen Lebensdurst bleibend stillen kann. Er ist in der Lage, Vergebung und ewiges Leben zu schenken. Das ist der Grund, liebe Freunde, warum es für mich persönlich also eine Leidenschaft ist, den Herrn Jesus zu verkündigen als Evangelist. Eine Leidenschaft, ihn als gekreuzigt zu predigen, weil ich ihn, den Herrn Jesus, als denjenigen hinstellen, zeigen möchte, der von sündigen Menschen ans Kreuz genagelt wurde, nachdem sie ihm die Kleider vom Leib gerissen haben, den sie verspottet haben, den sie mit Fäusten geschlagen haben, den sie bespuckt haben und dann mit Dornen gekrönt haben, dem sie den Bart ausgerissen haben
und dessen Rücken sie mit einer Geißel durchpflügt haben. Und als der Herr Jesus dort am Kreuz hing, liebe Freunde, und sein Blut langsam zur Erde tropft, da verhüllte Gott der Allmächtige den Himmel, weil er jetzt im Begriff war, an seinem Sohn etwas zu vollstrecken, was er nicht wollte, dass die Menschen das alle sehen, als er sich von ihm abgewandt hat. Und der Herr Jesus, er war still wie ein Lamm, weil er aus lauter Liebe zu uns diesen Weg ging, liebe Freunde. Aus lauter Liebe. Und warum ich das jetzt einfach erzähle in diesem Vortrag, kann ich euch sagen, weil nur das, was dort geschah, Menschen vor der Hölle retten kann. Ich erzähle es deshalb, weil die Grausamkeit von Golgatha etwas von der Grausamkeit der Hölle erzählt. Gäbe es keine Hölle, dann braucht es auch kein Golgatha zu geben. Als der Herr Jesus dort am Kreuz hing, da rollten die Wellen des Zornes Gottes über ihn. Er trug die Qualen der Hölle für uns alle, damit wir alle davon verschont bleiben könnten. Und der Herr Jesus hat am eigenen Leib erfahren, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass es furchtbar ist, in seine Hände zu fallen. Der Herr Jesus hat's erfahren. Er trug unsere Strafe für unsere Sünden, damit wir niemals die Augen in Qualen aufschlagen müssten, wie dieser reiche Mann. Paulus veranlasste das zu schreiben, Römer 5, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das, was am Kreuz geschehen ist, nämlich diese Liebe des Christus, das hat den Paulus auch motiviert. Egal, was man mit ihm angestellt hat, wie oft hat man ihn verprügelt, wie oft hat man ihn verachtet, hat er alles auf sich genommen, weil er wusste, worum es geht, wie hoch der Preis ist. Deswegen schreibt er im 2. Korinther 5, weil die Liebe Christi drängt uns. Und das ist die Frage, die ich auch an jeden von euch habe. Drängt dich diese Liebe auch, hinauszugehen, um den Menschen von dieser Liebe Gottes zu erzählen? Sag nicht so schnell ja. Es drängt mich. Dann müsstest du dir selber die Frage stellen, ja, wie zeigt sich dieses Drängen in deinem Leben? Drängt es dich, den Leuten zu sagen, es gibt einen zu spät? Aber sag es nicht nur so als Drohung, sondern bete für sie. Ringe um sie. Zeige ihnen die Liebe Gottes durch dein Verhalten. Das war das A und das B. Und dann kommt noch das C aus dem ABC der Hölle. Und das bedeutet, die Chance, errettet zu werden, gibt es nur für die Lebenden. Und der Mann in der Hölle, dieser reiche Mann, der wusste, dass es jetzt für ihn zu spät war. Und auch wir wissen, dass nur die Lebenden eine Chance haben, vor diesem Schicksal Hölle gerettet zu werden. Und deswegen schreit ja der Mann in der Hölle zu Abraham, geh und sende jemand in das Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Stell dir doch mal vor, dein Bruder oder deine Schwester oder dein Freund, die vielleicht nicht errettet sind, die sind gestorben und die sind an diesem Ort. Dann ist das in diesem Augenblick ihr größter Wunsch. Ist das nicht ein Paradoxum, dass deren größter Wunsch möglicherweise größer ist als dein Wunsch, der du errettet bist? Sie denken ständig daran, oh, wenn doch jemand mal meine Familie noch warnen würde. Wie schrecklich, wenn du hier sitzt und mir zuhörst und dich das innerlich nicht erregt. Aber da fangen Leute an, mit mir rumzudiskutieren, auch Christen, dass Angst doch wohl kaum eine gute Voraussetzung ist, um jemanden in den Himmel zu bringen. Das habe ich mit so vielen Christen diskutiert. Ich habe zu den Leuten gesagt, wisst ihr, wenn ich jemanden durch Angst in den Himmel kriegen würde, ich würde euch allen so viel Angst machen, dass ihr aus Angst in die Arme des Heilandes springt. Und ich weiß auch genau, wenn wir uns im Himmel begegnen, da wird keiner von euch zu mir kommen und sagen, das war aber nicht in Ordnung von dir, was du da gesagt hast mir. Sondern da werdet ihr mir eher sagen, endlich mal einer, der wirklich die Wahrheit gesagt hat. Wenn ich mit dir durch die texanische Prärie wandere und wir hören da irgendwie das Rasseln einer tödlichen Klapperschlange. Ja Leute, dann ist nicht der Zeitpunkt, wo man über die psychologischen Auswirkungen von Angst diskutiert. Da gibt es nur eins.
Rette sich, wer kann. Hau ab. Bring dich in Sicherheit. Und darum geht es hier. Da wartet eine Strafe auf die, die nie mehr aufhört. Und wir haben die Mittel, um ihnen zumindest den Ausweg zu zeigen, indem wir für sie beten und um sie ringen. Und dann hört man immer wieder Leute einwenden. Ich habe das schon so oft gehört. Ist die Hölle denn nicht unfair? Habt ihr sowas noch nie gehört? Gerade wegen der Grausamkeit und wegen ihrer ewigen Dauer kommt bei manchen Leuten einfach diese Frage auf, nach der Fairness dieser Strafe. Ist diese Strafe denn nicht unverhältnismäßig? Passt diese Strafe denn zu der Art der Übertretung? Rechtfertigt die zeitliche Rebellion des Sünders eine Ewigkeit der Leiden? Also, die sind gar nicht so unlogisch, die Fragen. Aber als erstes würde ich da immer sagen, wer sind wir eigentlich als Geschöpfe, um Gottes Weisheit und Gerechtigkeit in Frage zu stellen? Wer sind wir? Was maßen wir uns an? Wer sind wir, dass wir meinen zu wissen, was richtig und fair ist? Nur Gott weiß das, der Schöpfer. Und dann will ich noch mit Nachdruck auf all das hinweisen, was Gott getan hat, um uns von der Hölle fernzuhalten. Und da denkt mal alle an eure eigene Bekehrung. Und ich gehe mal davon aus, dass alle, die jetzt hier in dem Saal sind, dass sie von sich sagen, ja, ich bin wiedergeboren, ein Kind Gottes. Denkt mal, wie es war damals. Denkt mal, was Gott alles gemacht hat. Schau dir doch mal an, wie viele Stoppschilder Gott in deinem Lebensweg, an deinen Lebensweg gestellt hat. Wie viele Ampeln er dahingestellt hat. Ein Autor hat mal gesagt, Gott hat den Eingangsbereich der Hölle mit einem fetten Signalband markiert. Und außerhalb des Eingangsbereiches hat er Millionen roter Fahnen und Ampeln aufgestellt, um Menschen abzuhalten, weiterzurennen. Und das hat er auch bei mir gemacht. Und bei dir auch. Viele Stoppschilder hingestellt. Wo du anhalten musst, man nachdenken musst über dein Leben. Willst du so weiterrennen? In die falsche Richtung. Niemand kann sagen, dass er nicht gewarnt worden ist oder keine Wahl hatte. Schaut euch doch nur mal an, welch hohen Preis Gott bezahlt hat, um uns von diesem furchtbaren Ort Hölle zu bewahren. Der Herr Jesus, er hat alles bezahlt. Der Herr Jesus starb am Kreuz von Golgatha und hat uns den Weg zu Gott freigemacht. Er hat ihn freigemacht. Hört mal, was ein Psalmist berichtet, wie Angst ihn zu Gott getrieben hat. Und das lese ich manchmal den Leuten vor, wenn die zu mir kommen. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, um errettet zu werden. Dann sage ich denen, pass mal auf, Psalm 116, Vers 3 bis 5. Stricke des Todes, schreibt der Psalmist, hatten mich umfangen und Ängste der Hölle hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn. O Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Habt ihr gemerkt, was diesen Psalmist an diesem Punkt gebracht hat, dass er den Namen des Herrn angerufen hat? Das war doch offensichtlich. Es war seine Angst vor der Hölle. Und als seine Angst am größten war, dann rief er den Namen des Herrn an. Und ich wünschte von Herzen, dass sich jeder von uns gebrauchen lassen würde als ein Stoppschild oder eine rote Ampel oder eine Signalflagge, um Menschen anzuhalten, nachzudenken. Dass sie über ihr Leben nachdenken, über ihre Ziele in ihrem Leben nachdenken und dass wir einfach dann anfangen, intensiv anhalten, für sie zu beten. Also die Rettung Gottes ist für niemanden fern. Das sagt uns der Prophet Jesaja und damit will ich schließen. Jesaja 46, Gott spricht, ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Also wir Christen haben das Vorrecht, den Menschen um uns herum diese Gerechtigkeit Gottes nahe zu bringen. Und deswegen lasst uns für die Verlorenen in unserer unmittelbaren Umgebung beten. Und dann auch so mutig sein, wenn der Herr einfach die Gelegenheit schenkt, ihnen in Liebe die Wahrheit auch zu sagen. Auch wenn sie ablehnen, dann lieben wir sie weiter und beten weiter für sie, dass der Herr ihnen noch eine Möglichkeit geben möchte. Amen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, der Vortrag hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch dalassen, so haben auch wir ein Feedback von euch. Diese Arbeit wird durch Spenden finanziert. Wenn ihr uns unterstützen oder einfach mehr über das Bibelcenter erfahren wollt, schaut hier unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr über einen Link direkt auf unsere Internetseite. Für weitere Videos und Vorträge schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst, einfach auf Abonnieren klicken. Also bis zum nächsten Mal hier oder am besten live bei einer unserer nächsten Veranstaltungen in Deutschland oder der Schweiz. Bis dahin wünschen wir als ganzes Team Gottes Segen.